Corona-Betrug. Staatsanwaltschaft wendet sich an Gesundheitsministerium. Berliner Zeitung von heute. Gegen mehrere Kliniken wird wegen Betrugsverdacht mit Freihaltepauschalen in Millionenhöhe ermittelt. Die Vorgänge erreichen jetzt die Politik. Ich distanziere mich schon mal vorsorglich. Was auch immer hier in diesem Artikel geschildert wird, ist verschwurbelter Blödsinn. Mit Corona wurde kein Geld verdient, in betrügerischer Art und Weise. Dazu ist das Thema viel zu ernst und die Betreiber von Kliniken viel zu ehrlich. Der mögliche Millionenbetrug deutscher Kliniken mit Freihaltepauschalen erreicht die Politik. Wie die Berliner Zeitung berichtete, hat eine Gruppe aus Anwälten, Staatsanwälten und einem Richter Strafanzeige gegen zwei große deutsche Krankenhäuser im Raum Saarland eingereicht. Die Landesregierung teilt nun mit. Von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs eingeleitet, das sich gegen Unbekannt richtet. Und weiter, die Staatsanwaltschaft ist in diesem Zusammenhang mit einem Herausgabe- und Auskunftsersuchen an das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie herangetreten. Das geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der linken Landtagsabgeordneten Astrid Schramm hervor. Entsprechende Anfrage ist verlinkt. Es handelt sich dabei um die Drucksache 16-1926. Als finanziellen Ausgleich für freigehaltene oder auch zusätzliche Krankenhausbetten während der Corona-Pandemie hatten Kliniken im Saarland bis Mitte 2021 insgesamt rund 245 Millionen Euro bekommen, heißt es in der Antwort des Gesundheitsministeriums weiter. Die in der Summe enthaltenen Freihaltepauschalen für Intensivbetten wurden zumindest teilweise zu Unrecht ausgezahlt. Davon sind die Juristen, die Strafanzeige gestellt haben, überzeugt. Zunächst hatten die Kliniken für zusätzlich geschaffene Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit 50.000 Euro pro Bett erhalten. Ende November 2020 wurde dann auf eine Prämierung von Freihaltekapazitäten umgestellt. Die Juristen, von einem auf den anderen Tag wurden in Deutschland Tausende von Intensivbetten abgeschafft. Inmitten einer Pandemie. Ich glaube, einige halten das seit mittlerweile anderthalb Jahren für komisch, dass dort inmitten einer Pandemie die verfügbare Zahl der Intensivbetten nicht steigt, sondern sinkt. Weiter im Text, nur mit dieser Reduzierung der Zahl der gemeldeten Intensivbetten wurden die Förderbedingungen erfüllt. Eine Belegung von mindestens 75% der Intensivbetten war Bedingung für den Erhalt der Freihaltepauschalen. Jetzt mal im Ernst, das ist ein alter Hut, von dem die Berliner Zeitung hier berichtet. Also, dass da jetzt irgendwie Anklage erhoben wird oder dass jetzt ermittelt wird oder so, okay, das ist neu. Aber dass das mit den Freihaltepauschalen exakt so abgelaufen ist und das mittlerweile schon über ein Jahr, das war nie ein Geheimnis. Warum fällt diesen Journalisten jetzt ein, da mal irgendwie Fragen zu stellen oder darüber zu berichten, dass dort jemand Fragen stellt? Warum dauert das über ein Jahr? Ich möchte bitte lösen, weil diese Kaste Abschaum ist. Ich meine das nicht böse, aber abwertend. Die meisten Journalisten sind original Müllmenschen. Für den Fall, dass hier jetzt jemand zuhört, der davon doch zum ersten Mal hören sollte. Wie funktioniert das seit November 2020? Der Staat sagt, wir haben hier mit Corona so viel zu tun. Probleme und so Überlastung des Gesundheitssystems. Liebe Kliniken, haltet doch bitte ein paar Betten frei. Für den Fall, dass die Welle wieder hochgeht, dass es jetzt nochmal besonders schlimm wird. Also arbeitet nicht wie sonst am Anschlag. Ich meine, ein Krankenhaus ist auch letztendlich einfach nur ein Unternehmen, was Gewinn erwirtschaften will. Das heißt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das beste Krankenhaus natürlich eins, in dem jedes einzelne Bett belegt ist. Mit jedem einzelnen Bett verdient man dann nämlich Geld. Ja, ist, glaube ich, recht einfach nachzuvollziehen. Du hast 100 Betten, zwei Krankenhäuser, machen wir so. Zwei Krankenhäuser, beide haben jeweils 100 Betten. Ein Bett kostet, keine Ahnung, 50 Euro am Tag. Ob da jemand drin ist oder nicht, egal. Ein Patient bringt 100 Euro am Tag. Jetzt hat Krankenhaus 1, wie gesagt, beide haben 100 Betten. Krankenhaus 1 hat drei Patienten. Das hieße Einnahmen in Höhe von 300 Euro. Aber Ausgaben, wir haben ja gesagt, ein Bett kostet 50 Euro, von 5.000 Euro. 100 Betten, 50 Euro sind 5.000 Euro. Das heißt, der Gewinn dieses Krankenhauses liegt bei minus 4.700 Euro. Das andere Krankenhaus hat 100 Betten, davon 90 belegt. 90 mal 100 Euro sind 9.000 Euro. Minus Kosten in Höhe von 5.000 Euro heißt, Krankenhaus 2 macht 4.000 Euro Gewinn. Das ist hier so ein bisschen die Sendung mit der Maus, aber ist schon okay. Der ein oder andere hat das vielleicht noch nie an so einem Beispiel gehört. So, und damit Krankenhaus 2 eben nicht am Limit arbeitet, für den Fall, dass da jetzt
plötzlich 30 Corona-Patienten auf einmal kommen, sagt der Staat, hey, halt mal ein paar Betten frei. Da sagt das Krankenhaus, lieber Staat, bist du bescheuert? Ich mache so, wie ich es mache, 4.000 Euro Gewinn. Wenn ich ein Viertel meiner Betten frei halte, dann mache ich nur noch 1.500 Euro Gewinn. Und dann sagt der Staat, nee, nee, keine Sorge, wir zahlen dafür. Und zwar fürstlich. Daraufhin sagt das Krankenhaus, alles klar, ist ein Deal. Jetzt ist der Staat aber nicht vollends bescheuert. Der ist schon ziemlich bescheuert, aber nicht vollends bescheuert. Und der Staat sagt, ja, okay, das ist ein Deal, den wir haben, aber der gilt nur, wenn du Betten wirklich frei hältst. Also, wenn du gerade tatsächlich einfach keine Patienten hast, da kommen nur 3 Leute, die bei dir ins Krankenhaus wollen, dann kannst du uns nicht 97 Betten in Rechnung stellen. Ich, der Staat, zahle diese Pauschale an dich, sofern mindestens 75% deiner Intensivbetten belegt sind und du entsprechend 25 oder weniger Prozent für mich freihältst. Und die Krankenhäuser sagen, alles klar, wir haben einen Deal. Jetzt stellt das Krankenhaus einen Tag später fest, von meinen 100 Betten sind gerade nur 40 belegt, weil aktuell einfach nicht so viel los ist. Aber ich will diese Freihaltepauschale haben. Also was macht man jetzt? Man nimmt die Intensivbetten und schiebt sie in die Besenkammer und sagt dann dem Staat, lieber Staat, ich habe gar keine 100 Betten. Ich habe nur 50. Davon sind 40 belegt, also 80%. Also für die restlichen 20%, die 10 Betten, hätte ich von dir gerne die Freihaltepauschale. Denn die halte ich für dich frei, lieber Staat. Und der Staat sagt daraufhin, ja geil, hier hast du die Kohle. Ich musste dafür nicht viel leisten. Das ist ja Geld vom Steuerzahler, was ich dir hier gebe. Ende vom Lied. Wir haben inmitten einer Pandemie weniger Intensivbetten als zu Anfang der Pandemie. Und die Gelder fließen, als sei man auf Öl gestoßen. So, ich hoffe, das war jetzt idiotensicher erklärt. Und nochmal, das ist kein Geheimnis, das ist keine Neuigkeit oder so. Ich bin wirklich nicht allzu tief im Corona-Game drinne. Aber das ist eine Nummer, also die hab selbst ich mitbekommen, dass dort offensichtlichst jemand an der Nase herumgeführt wird. Weiter im Text von Philipp de Bionne. Der Mann hat einen invertierten Pulitzer-Preis verdient für den Mut, den er aufgebracht hat, darüber nicht schon vor 6, 8, 12 oder 14 Monaten einen Artikel zu schreiben, sondern erst jetzt. Die Juristen weiter. Je geringer also die absolute Zahl von Intensivbetten war, je eher erreichte deren Belegung die 75%-Marke. Die Strafanzeige richtet sich zum einen gegen die Geschäftsführer zweier Kliniken, zum anderen gegen namentlich nicht bekannte Personen, die laut Strafanzeige mit der Ermittlung, Zählung und Mitteilung der Zahlen hinsichtlich der Intensivbetten befasst waren. In der Anfrage von Astrid Schramm heißt es dazu, sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen heute zweifelhaft ist, ob die von Krankenhäusern im Saarland gemeldeten und geförderten zusätzlichen Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit tatsächlich in vollem Umfang geschaffen worden sind oder die Angaben über die Auslastung und Freihaltung von Intensivbetten tatsächlich stimmen. Die Antwort? Der Landesregierung sind solche Fälle nicht bekannt. Auch der zur ARD gehörende Saarländische Rundfunk hat mittlerweile über die Ermittlungen berichtet. Na, dann haben die auch einen Preis verdient. Die Staatsanwaltschaft wollte sich gegenüber dem SR am Montag nicht äußern. Auch auf eine Anfrage der Berliner Zeitung vergangene Woche hatte Staatsanwalt Dominik Degel lediglich geantwortet, ich muss Ihnen mitteilen, dass aus Gründen des Verfahrensschutzes gegenwärtig keine Auskünfte erteilt werden können. Ja, damit endet der Artikel. Ich würde dem Autor mal empfehlen, sich einfach mit den Zahlen zu beschäftigen, die wir so haben. Bezüglich der Intensivbettenauslastung, die sind ja jetzt nicht Verschlusssache oder so. Waren sie übrigens auch vor einem Jahr nicht. Lieber Herr de Bionne.